Ja, hier kommt der Feuerwehrmann Kressel. Letztes Jahr wollten wir in Urlaub fliegen. Flughafen war gesperrt. Klimaaktivisten hatten sich festgeklebt. Ich hatte Sonnenhals. 6 Wochen später, Autobahn gesperrt. Klimaaktivisten hatten sich festgeklebt. Wir von der Feuerwehr sollten die lösen. Als wir eine halbe Stunde dran waren, kommt ein Polizist und sagt, sie waren doch von Anfang an hier. Ich sage, ja. Und da haben sie gesehen, wie die 5 Männer den Klimaaktivisten verprügelt haben. Ich sage, ja. Ich sage, warum sind sie nicht eingeschritten? Ich sage, ich dachte, 5 sind genug. Der Hauptmann sagt, Kresse, wo warst du auf dem letzten SPD-Parteitag? Ich sage, hätte ich gewusst, dass der letzte ist, wäre ich gekommen. Dann hast du rum erzählt, dass ich dick bin. Ich sage, nee. Ich habe nur gesagt, wenn man sie umkippt, sind sie größer als vorher. So, dann warum stand bei euch neulich der Krankenwagen? Ich sage, wegen mir. Ich habe mir doch so Mozzarella gekauft in dieser Tüte. Und als ich den trinken wollte, ist mir der weiße Kloß im Hals stecken geblieben. Oder war es im Krankenhaus? Ich sage, nee, im Krankenhaus war ich wegen Blinddarm. Von morgens um 7 bis tief in der Nacht habe ich da gesessen. So, jetzt weiß ich ja, warum das Wartezimmer ist. Die Schwester kommt rein und sagt, wo ist der Patient, der den Verband braucht? Ich sage, schon nach Hause, alles verheilt. Neben mir saß eine ältere Dame. Ich sah, na, wie jung waren Sie, als Sie sich hier reingesetzt haben? Mit der habe ich mich angefreundet. Sagt, ich bin hier, immer wenn ich die Brille aufsetze, wird mir schwindlig. Ich sah, haben Sie schon mal mit Linsen probiert? Sagt sie, mit Blähung kann ich auch nicht besser gucken. Sagt eine, mein Mann, der ist heute beim Arzt mit dem Hund, der soll kastriert werden. Ich sag, zu so einem wichtigen Eingriff nimmt man doch kein Haustier mit. Ich sage, ich bin wegen Blinddarm hier. Ein Bekannter von mir hatte auch Blinddarm. Der arbeitet im Restaurant. Ich sage, und der lag schon auf dem Operationstisch. Die Tür geht auf, der Arzt kommt rein und den kannte er aus dem Restaurant. Ich sage, Herr Doktor, bitte sofort operieren, bitte, ich habe so Schmerzen. Ich sage, der Arzt, tut mir leid, ist nicht mein Tischkollege, kommt gleich. Sagt die ältere Dame, sind Sie denn verheiratet? Ich sage, ja. Sagt sie, mit wem? Ich sage, mit einer Frau. Sagt sie, natürlich mit einer Frau. Ich sage, so natürlich ist das gar nicht. Meine Schwester zum Beispiel ist mit einem Mann verheiratet. Sagt sie, haben Sie noch mehr Geschwister? Ich sah einen Bruder. Sagt, was macht der denn? Ich sah, der ist bei der Polizei.
Sagt so, und gefällt es ihm da? Ich sag, weiß ich nicht. Die haben den gestern Abend erst abgeholt. Sagt, was macht denn Ihre Frau? Ich sag, die wollte Balletttänzerin werden. Ich sag, die kann ja gar nicht tanzen. Die war in der Waldorfschule. Und in der 5. Klasse beim Namen tanzen haben immer noch alle gedacht, die heißt Karl-Heinz. Ja, sagt sie, ich suche ja jetzt auch einen Mann. Dafür habe ich so ein Handy. Sagt sie, da kommen die Männer in den Bildschirm. Und wenn dir einer nicht gefällt, machst du so, ist er weg. Ich sag, da musst du wischen. Steht die Aufkommen mit dem feuchten Lappen zurück. Sagt sie, das Handy hat auch eine Lupenfunktion. Ich sag, da verschickt ihr euch auch so Bilder. So ohne Klamotten. Sagt sie, meinen sie sowas? Ich sage, da bekommt der Begriff Seniorenstift eine ganz andere Bedeutung. Ich sage, da gibt es auch so Apps, da kannst du die Partner tauschen. Sagt sie, haben sie sowas schon mal gemacht? Ich sage, einmal. Da trifft sich mit einem anderen Pärchen und dann werden die Partner getauscht. Ich sage, ich war auf dem Sofa, meine Frau im Schlafzimmer. Auf dem Sofa, ich sage, ich kann dort nicht. Ich kann dort nicht. Sagt die Person mir gegenüber, ich würde auch gerne mal wissen, was unsere Frauen gerade im Schlafzimmer machen. Schwester mich an und sagt, wollen wir unsere Handynummern tauschen? Ich sage, ich bin mit meiner eigentlich ganz zufrieden. Als ich dann zur Nachuntersuchung kam, stand da ein neuer Pfleger mit einem Eimer Blut. Der Chef hat gesagt, wo wollen Sie mit dem Blut hin? Der Blutabnahme in Zimmer 21, 6 Liter, mehr war nicht drin. Habe ich mich wieder ins Wartezimmer gesetzt. Kommt einer rein. Ich sage, was haben Sie denn? Sagt er, so ein Kribbeln im Intimbereich. Habe ich mich gleich 4 Stühle weiter gesetzt. Ich hab da eine tote Filzlaus. Seine tote Filzlaus kribbelt doch nicht. Nee, da sind die anderen, die zur Beerdigung gekommen sind. Während ich im Krankenhaus war, ist der Maschinist den Jakobsweg gelaufen und hat sich gewundert, dass es keinen Kaffee gab. Ich sage, das ist ja wohl eine Krönung. Weil wir bei der Feuerwehr Ausländer integriert haben, haben wir eine Auszeichnung bekommen. Und unsere Außenministerin, die Frau Baerbock, kam persönlich. Ich sage, Frau Bock-Bier. Ich sage, lang war Trikala ja nicht da. Ich sage, was haben Sie denn alles geschafft in der Regierungszeit? Geschlecht darfst du ja selber aussuchen, aber der Heizung nicht.
Da waren ja an einem Tag sämtliche Panzer stehen geblieben. Da hat die den Chef von Adidas angerufen. Hat ihm gesagt, hören Sie mal zu, die Panzer sind alle stehen geblieben. Ich möchte, dass die in 3 Wochen wieder laufen. Hat er gesagt, ich bin der Chef von Adidas. Und ihre Panzer heißen Puma. Ich sag, Frau Bobby. Ich sag, zum Schluss hat sie Funkgeräte bestellt. Für 1 Milliarde. Als sie ankam, haben die gar nicht in die Autos gepasst. Ich sag, Frau Bobby. Ist es selber, als wenn wir bei der Feuerwehr Homeoffice machen? Flinken-Uschi dran. Die regiert ja jetzt ganz Europa. Die haben sie von Berlin gelassen. Und die hat im Kabinett eine Griechin. Die hat Geld genommen, was ihr gar nicht gehört. Ich sage, kennen Sie nicht die Geschichte von dem italienischen und dem griechischen Bürgermeister? Der italienische Bürgermeister sitzt in Italien am Hang, kommt ein Griechischer und sagt zu ihm, sag mal da unten, die Villa gehört die dir. Sagt der italienische Bürgermeister, ja. Sagt, wann dient man denn in Italien als Bürgermeister so viel Geld, dass sie die Villa leisten kann? Sagt, wo hast du Geld her? Sagt der italienische Bürgermeister, siehst du da oben die Brücke? Mit EU-Geldern, 4-spurig geplant. Ich habe sie 1-spurig bauen lassen. 3 Jahre später geht der italienische Bürgermeister durch Griechenland, sitzt der griechische Bürgermeister, sagt er zu ihm, sag mal da unten, die Villa gehört die dir? Sagt der griechische Bürgermeister, ja. Sag ich, ist ja 5-mal größer als meine, wo hast du das Geld her? Sagt der griechische Bürgermeister, siehst du da oben die Brücke? Sagt der Italiener, wo? Anschließend waren wir in der Kneipe. Preise wie früher. Glas 4, 20 Cent. Glas 6, 30 Cent. Doppelte Whisky, 40 Cent. Sehr Wirt haben sie ein Jubiläum, darf man gratulieren. Sondern ich bin nicht der Wirt. Der Wirt sitzt bei mir zu Hause im Schlafzimmer, macht mir die Ehe kaputt. Jetzt mache ich in der Kneipe kaputt. Sag der Maschinist, hast du Europameisterschaft gesehen? Sag die Deutschen waren ja nicht schlecht. Unglücklich ausgeschieden. Sag aber die Italiener, die waren so schlecht und sind fast bis ans Ende gekommen. Sag die spielen nicht gut. Aber geht bei dem Bom, 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 ist das Ding drin. Ich sage, es ist wie im wahren Leben. Bist eine deutsche Frau, die sagt, ich will ein Kind von dir. Hast du vom Italiener schon 3 mit Erstkommunion? Das kann ich nicht. Ich komme nach Hause. Ich sag zu meiner Frau, vor der Hochzeit hast du mir im Haushalt immer geholfen. Seitdem wir verheiratet sind, machst du gar nichts mehr. Sag sie, ich lauf doch keinen Bus hinterher, wenn ich schon drin sitze. Sag so, und wenn sie in der Ehe nicht funktioniert, hör immer 2 dazu. Ich sag, du und deine Mutter. Seitdem guckt die sich jeden Tag auf Power S unsere Hochzeit ein paar Mal an. Ich sag, warum hast du die alte VHS-Kassette rausgekramt? Sagt sie, ich guck mir die mal rückwärts an. Sagt sie, ich sehe so gern die Stelle, wie du mir den Ring abnimmst und ich in Freiheit den Raum verlasse.
schnell ist einer dabei, fliegt auf die Fresse, schärfer als scharf. Das weiß Chris. Danke. Alla! Feuerwehrmann Kresse aus Lüdecke. Ich hab's ja eben gesagt, das Schönste im Leben ist, wenn Menschen lachen können. Und du bist einfach ein Typ, du hast auch gesagt, ich freue mich an dem heutigen Abend hier, jetzt im Publikum, wir werten das doch. Und ich kann nur sagen, du hast den Saal wieder ja, absolut gekocht, zum Kochen gemacht, alle Leute haben gelacht, alle Leute haben geklatscht. Und das macht dich aus, einfach als Künstler. Wir sind stolz, dass du am KKK bist, Klaus Würmicke. Jetzt der Rückenbauer, da war unser lieber Andreas, macht jetzt Lieder zum Schunkeln und Mitsingen. In kölscher Musik. Ich kann nur sagen, die werden gleich eingeladen, hier mitzumachen, mitzusingen. Ihr könnt auch gerne mit, ob schon und tanze. Hier ist für euch Marie und Band. Yeah.
stehst du für mich. Mach doch gerne mit, und ist die Ringwand hochbrannt. Wir müssen Sex als Lotto. Weil jetzt die Wohnung herkommst und wer du bist. Wenn mich schon belastet, bin ich schlicht ein Riss. Hab den Ruhm, den kennst du so und wie den Gemäck. Lade ich alle Hits, ich steh zu dir. Treffe zu dir, Ruhm, bring die Sohle. Ganz ehrlich, ohne zu verlieren.
Ich bin dir nicht, denn ich stand auf die Straße. Hölle, das ist doch geil. Dauer durchsteht, man